Ich habe euch niemals gekannt, sagt Jesus Christus zu Menschen, die ihn ansprechen mit Herr, Herr, was ist denn damit gemeint? Geht es hier etwa um wiedergeborene Christen, die ihr Heil, ihre Rettung wieder verlieren können? Definitiv nicht. In diesem Abschnitt geht es nicht um die theologische Frage, wie ein Mensch gerechtfertigt werden kann, gerettet werden kann von Gott. Das wird eindeutig im Römerbrief beantwortet. Allein durch Glauben wird ein Mensch gerettet, auch wenn er danach noch sündigt. Auch keine Werksgerechtigkeit allein, der Glaube rettet den Mensch. Es geht auch nicht um die Charakterisierung eines wiedergeborenen Christ, sondern es geht hier erstens um die falschen Propheten. Es gibt also falsche Propheten, falsche Bekenner. Die Bibel unterscheidet eindeutig durchgehend zwischen falsche Bekenner, religiöse Bekenner und wiedergeborene Gläubige. Diese falsche Propheten haben ein religiöses Bekenntnis, damals das Judentum, wie zum Beispiel die Pharisäer, heute ein religiöses christliches Bekenntnis, aber sie haben kein Leben aus Gott. Sie sind nicht wiedergeboren, sie haben aber ein Lippenbekenntnis oder bekennen sich durch die Taufe zu Christus. Zweitens, es wird ja nicht unterschieden zwischen Glaube und Unglaube, sondern zwischen Sagen und Tun. Diese falschen Bekenner sagen mit dem Lippenbekenntnis, bekennen sie sich zu Christus, sagen Herr, Herr, aber sie tun den Willen des Vaters nicht. Es heißt ja nicht, dass sie zu wenig tun oder das Falsche tun, sondern sie tun grundsätzlich den Willen des Vaters nicht. Und dieser wird beschrieben in Johannes 6. Der Wille des Vaters ist, an Jesus Christus zu glauben. Aber sie tun diesen Willen nicht, weil sie nicht glauben. Sie verweigern sich, diesen Willen des Vaters zu tun, aus Unglauben. Aber trotzdem bekennen sie sich zu Christus. Drittens, nun erheben sie den Anspruch, dass sie religiöse Taten tun. Sie sagen, ich habe in deinem Namen dies und das getan. Das ist ein Anspruch an religiöse Taten. Ja, falsche Propheten, falsche Bekenner tun religiöse Dinge. Sie haben ein religiöses Leben, obwohl sie nicht glauben. Leben sie religiös. Christus verdammt sie direkt, er anerkennt die Auflistung dieser Taten nicht, diesen Anspruch, den sie haben. Er verdammt sie direkt und er sagt, ich habe euch niemals gekannt. Er sagt nicht, ich kenne euch nicht mehr oder ich habe aufgehört, euch zu kennen, sondern ich habe euch niemals gekannt. Warum? Sie hatten nie eine echte, lebendige Beziehung zu Christus. Sie waren nie wiedergeboren, sie waren nie gerettet. Es waren lediglich religiöse Bekenner, die sich mit den Lippen zu Christus bekennen, aber nie Leben aus Gott hatten.